Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Diesmal sind wir wieder an der wunderschönen Mosel. Wie ihr wisst, sind wir da ja öfters und es gibt dort unzählige viele Stellplätze, sodass wir nicht aus dem Vorstellen eines Moselstellplatzes herauskommen. Wo stehen wir heute? Umgeben von schönen Weinreben und Weinbergen hat es uns in das ruhige und idyllische Hünderich verschlagen. Hier waren wir schon öfters, auch vor unserer YouTube-Zeit, und hier kennen wir eigentlich jeden Stock und Stein. Und ich kann euch sagen, hier kann man wunderschön die Ruhe genießen, Fahrrad fahren, wie ihr gerade gesehen habt. Wir sind hier am Moselradweg direkt gelegen. Und es gibt viele Wanderwege und schöne Spazierrunden, die man hier einfach machen kann. Schaut dazu unser anderes Video zu der Umgebung von Pünderich, wo wir euch die Umgebung und den Ort ein wenig näher bringen und dem, was wir hier machen können. Ich nehme euch jetzt erstmal mit auf den Stellplatz. Wir stehen hier super ruhig und wirklich in ländlicher Idylle. Wenn ihr von der Bundesstraße angefahren kommt, ist der Stellplatz relativ gut ausgeschildert. Im Ort gibt es mehrere Hinweisschilder hier zum Stellplatz. Und die Koordinaten, solltet ihr sie ins Navi eingeben, führen euch auch direkt hierhin. In Pünderich gibt es vom gleichen Betreiber an der Mosel gelegen noch einen Campingplatz. Den zeigen wir euch heute nicht, aber er liegt hinten direkt an der Mini-Promenade. Wir sind hier 5 Minuten zu Fuß davon entfernt und deshalb liegen wir hier völlig ruhig, weil wir keine Lokale im Hintergrund haben. Es ist ein All-Inclusive-Wohnmobil-Stellplatz. Das heißt, die Stellplatzgebühr, die hier nach verschiedenen Jahreszeiten in Haupt- und Nebensaison gestaffelt ist, hat inklusive eure Frischwasser-, Ver- und Entsorgung, die Chemietoilettenentleerung, das WLAN, den Strom, die Toilette und die Dusche. Damit sind wir hier bei einem super Preis-Leistungs-Verhältnis angekommen und das für ab 12 Euro. Je nach Saison kostet der Platz zwischen 12 und 14 Euro, zeige ich euch gleich aber auch nochmal, weil das hier sehr detailliert aufgeführt ist. Ihr kommt angefahren, ich möchte auf den Platz. Mit der Kennzeichenerkennung ist das sehr einfach. Dazu drückt ihr einfach hier den Knopf. Euer Kennzeichen ist schon erfasst. Die Schranke öffnet sich. Ihr fahrt hinein und stellt euch auf einen der Parzellen, die euch gefallen. Wenn ihr den Platz verlassen wollt, drückt ihr auf der anderen Seite genauso den Knopf und die Schranke öffnet sich. Es gibt keine Höchstaufenthaltsdauer. Ihr könnt hier so lange bleiben, wie ihr möchtet. Wenn ihr auf den Platz fahrt, er sollte belegt sein, was ihr nicht erkannt habt oder euch nicht gefallen, auf welchem Grund auch immer, habt ihr 10 Minuten Zeit, ihn kostenfrei wieder verlassen zu können, ohne dass ihr dann bezahlen müsst. Wie gesagt, und ansonsten fahrt ihr drauf und sucht euch ein schönes Fleckchen. Wir haben gerade noch mit neuen Ankömmlingen hier gesprochen, die direkt begeistert waren von dieser idyllischen Kulisse, in dem der Platz liegt. Kann ich nur bestätigen, weil wir waren jetzt auch schon fast 10-mal hier, ne? Ja. Jo. Okay, Schrank ist auf. Wir zeigen euch jetzt mal, wie der Platz aussieht. Gott, es gibt auf dem Platz vereinzelt ältere und neue Obst- und Nussbäume. Finde ich total gut und man darf sich daran auch bedienen, wenn die Früchte reif sind. Ja, wie hier haben wir den Apfelbaum und so sind die in der oberen und der darauf folgenden Reihe hier über den ganzen Platz auch im neuen Bereich verteilt. Also wer Schatten möchte, findet ihn hier. Wer Sonne möchte, findet die hier auch, wenn sie dann scheint. Heute scheint sie. Der Platz hat das 24-Stunden-Prinzip. Ich komme um Uhrzeit X, kann ich bleiben 24 bis zum nächsten Tag Uhrzeit X. Ihr könnt hier nicht reservieren und der Platz ist von April bis Dezember geöffnet. In den Monaten Januar bis März ist er leider geschlossen. Welche Tage? Das sind verschiedene Feiertage und in den Sommerferien oder Sommermonaten kostet der Platz 14 Euro,
plus 1,50 Euro Kurtaxe pro Person und an den anderen Terminen eben 12 Euro. Wie gesagt, inklusive allem, was ihr hier vorfindet. Er verfügt über, lasst mich nicht lügen, mit den neuen Plätzen, ich habe sie nicht gezählt, roundabout 80 Plätze. Unter diesem Vordach findet ihr den Kassenautomaten, vollautomatisiert mit Touch. Ihr drückt einfach drauf, wählt die Sprache aus, die ihr benötigt, also Englisch, Deutsch und Niederländisch. Dann könnt ihr euch anmelden bzw. den bereits gebuchten und bezahlten Aufenthalt verlängern. Und dann zeigt er euch an, welche Kennzeichen noch nicht bezahlt haben. Ups, okay. Meins ist nicht dabei, ihr wählt euer Kennzeichen aus und klickt auf Weiter. Dann fragt ihr, wie viele Personen, wie viele Nächte gibt. Es erscheint der Betrag, der zu entrichten ist und dann die Aufforderung am Kassenautomaten, dem EC-Gerät, den Anweisungen zu folgen. Ihr könnt hier nicht bar bezahlen, nur mit Karte und entsprechend dann mit den gängigen EC oder Kreditkarten einfach gegenlegen und bezahlen. Das Terminal spuckt euch danach zwei Belege aus. Einmal erhaltet ihr damit den WLAN-Code und den Code zur Öffnung der WC- und Duschräume. Das zweite ist eine einfache Quittung, falls ihr die benötigt. So, alles klar. Wie gesagt, verlängern geht genauso. Die WC-Kabinen sind über einen PIN-Code zu öffnen, der auf eurem Kassenbon steht, und wie ihr das eingebt, mit erst das Display berühren, wann die Raute und das Sternchen gedrückt wird, steht hier oben nochmal drauf. Den Code verrate ich euch jetzt an der Stelle nicht. Erst hier drücken, dann hier, dann Code, ping, 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 ping und dann die Raute. Weil ich hatte das Problem, dass ich nie zuerst hier drauf gedrückt habe. Zu dumme steht es hier oben drüber. Und ich war dumm. Zu den zwei WCs, die von beiden Geschlechtern zu nutzen sind, gibt es genauso zwei Duschen, die hier zur Verfügung stehen. Sie werden einmal täglich gereinigt und wurden auch regel genutzt. Ich habe sie nicht benutzt, aber ich denke mal, von der Armatur her müsste es gut funktionieren, weil die kennen wir von anderen Plätzen. Jetzt noch die Parzelle und den Strom. Über den Platz verteilt gibt es diese Stromkästen, wobei die Nutzung ja im Entgelt enthalten ist, also einfach Stecker rein, 6 Ampere abgesichert, Nutzung bis 1300 Watt Leistung. Also von daher ganz einfach, ihr findet sie immer in der Nähe eurer Parzellen, sind hier auch nochmal abgedatet worden. An einer Stelle sehen wir noch die alten Stromkästen, das sind die neueren Stromsäulen. Und dann können wir euch auch schon die Parzellenbegrenzung zeigen. Die Parzellen sind ausreichend groß, Markise, Platz daneben ist gewährleistet und sind immer, ich nenne sie hier, mit diesen Ponderosa-Zäunen abgetrennt, damit jeder seine Privatsphäre hat. Ihr habt hier vorne im Eingangs- oder Einfahrtsbereich auch direkt die Fähr- und Entsorgung. Wir haben hier zwei gut anfahrbare Grauwasserentsorgungsstationen. Einfach drauf fahren. Gefälle ist da. Wasser läuft automatisch in den Gully. Und wir haben wirklich schon öfters hier beobachten können, dadurch, dass du hier zwei Rinnen hast, gibt es hier auch so gut wie keinen Stau. Wir haben hier auch die Frischwasserentsorgung. Da bitte dran denken, wenn ihr euren Schlauch anschließt, dass ihr den Adapter dabei habt. Hier ist nämlich nur das Gewinde. Daneben haben wir noch, solltet ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Platz haben, Beschwerden, Kritiken, Verbesserungen, Lob oder Tadel, einen Briefkasten, wo ihr eure Post einwerfen könnt. Dahinter haben wir auch schon direkt das Ausgussbecken für die Chemietoilette mit der Möglichkeit, natürlich eure Kassette zu spülen. Wir haben hier oben den Wasserausguss. Dahinter haben wir auch schon direkt, schön im Sichtschutz gelegen, die Müllentsorgung. Müll wird hier klassisch, wie wir es kennen, getrennt in gelb-blau Restmüll und Glas wird entsprechend hier in den, wie wir sagen, in den Spießböden. Wo kommt das Glas her? Bekomme ich hier Wein? Ja, weil neben der Anmeldung ja ein Weinautomat ist und im Ort selber
könnt ihr auch Wein kaufen bei dem ein oder anderen Winzer. Eventuell muss man dort eben klingeln. Es gibt aber auch die Straußenwirtschaft Leih, dort könnt ihr auch Flaschenweine im Lokal erwerben zu den üblichen Winzerpreisen. Es gibt noch ein paar Winzer, die auch ihre Prospekte hier ausgelegt haben. Dort kann man ansonsten auch einen Termin zur Abholung und zur Weinprobe vereinbaren. Und dann gibt es hier noch einen Selbstbedienungsweinladen. Dazu schaut mal das Video zu Pünderich. Der ist nämlich genau gegenüber da hinten im Örtchen. Und da kannst du den Wein per Selbstbedienung, wie soll man das sagen? Zapfen. Ja, zapfen. Und das ist alles auf freiwilligen Basis. Das ist ein Kistchen, wo du dein Geld reinwirfst. Schaut ins Video. Finde ich gut, die Idee. Und ansonsten Gasservice. Da der Campingplatz der gleiche Betreiber hat, der ist ein paar hundert Meter von hier weg, könnt ihr dort auch euer Gas besorgen. Sollte es Probleme hier geben, könnt ihr dort anrufen. Die Nummern hängen vorne an der Infotafel. Die haben wir jetzt nicht separat gezeigt. Die im Einfahrbereich an der Schranke sich befinden mit den klassischen Notfallnummern pipapo. Hier das Fazit noch schnell zum Platz. Wir waren oft hier. Wenn wir das nicht gerne gewesen wären, wären wir auch heute nicht hier gewesen. Weil diesen Platz können wir euch nur als äußerst positiv empfehlen. Und wer Ruhe, Natur und schöne alte Örtchen mag, ist hier genau richtig. Ihr könnt von hier wunderbar was unternehmen oder auch nichts tun. Und von daher sage ich an der Stelle, mit der Verbesserung und Erweiterung des Platzes haben wir hier von meiner Seite wieder volle Punktzahl erreicht und von Alfred auch. Und von daher kommt her, lasst es euch hier genauso gut gehen, wie es uns hier geht. Und wir freuen uns, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen mit einer weiteren Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Wenn ihr mir noch ein Abo dalasst, freue ich mich besonders, euch wiederzusehen. Nein. Und auch wenn ihr immer wieder kommt ohne Abo, freue ich mich genauso. Aber Kommentare, die dürft ihr ruhig da lassen. Genau. Schreibt mal in den Kommentaren, wart ihr schon hier? Möchtet ihr hierher? Habt ihr noch einen Tipp an der Mosel, wo wir hinfahren können, um den anderen, die uns sehen, den Platz auch vorzustellen, der euch am Herzen liegt an der Mosel? An der Stelle sage ich, so, jetzt haben wir genug geredet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben uns gedacht, wir fügen euch noch schnell ein, wo die Rezeption des Campingplatzes ist, der ja der gleiche Betreiber ist, wo ihr das Gas bekommt. Dort gibt es auch noch einen kleinen Campershop. Habt ihr irgendeinen Adapter oder irgendwas vergessen? Es gibt hier auch zu den Öffnungszeiten Snacks, Eis und Getränke. Und da haben wir die Rezeption, die dann geöffnet hat. Ihr könnt da Aquacam, Kabel und so weiter noch erwerben, sollte das fehlen. So. Das haben wir euch jetzt kurz eingeblendet, damit ihr rundum informiert seid. Und ich habe eben vergessen zu sagen, Hunde sind natürlich auf dem Stellplatz erlaubt. Die müssen nur an der Leine geführt werden. Und da gibt es auch keine Begrenzungszahl, wie viele Hunde ihr mitführen dürft. Behindertengerecht ist der Platz nicht besonders. Solltet ihr im Rollstuhl sitzen, kommt ihr weder in die Duschen noch in die WCs. Und durch den Split, der mittlerweile schon fester ist als wie vor 2 Jahren, als wir das erste Mal da waren, da war er ja sehr lose, oder vor 3 Jahren, hast du da Schwierigkeiten, je nachdem, mit deinem Rollstuhl durchzukommen, ohne fremde Hilfe, weil der noch lose ist und man mit den Reifen einsackt. Wir mit den dünneren Reifen an den Rädern haben hier und da immer noch gewisse Problemchen im Einfahrbereich.